Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3 Remastered. Ja, wir sind im letzten Part hier im Level Lutz Gate angekommen. Wir haben das Level Aldwych abgeschlossen und haben die Verdammten kennengelernt, beziehungsweise den Anführer der Verdammten. Und ein bisschen was über Sophia Lee, nämlich dass die gute... dass die Gute hier Experimente durchgeführt hat, um aus dem Artefakt Unsterblichkeit, ein Unsterblichkeitsserum zu machen. Und dafür halt die guten Leute, die wir jetzt als Verdammte kennen, als Experiment benutzt hat. Warum kommen wir hier nicht raus, Laura? Was soll das? Du bist den ganzen Weg hier hingegangen, nur für dieses einmal Munition. Okay. Genau, und der Kollege hat uns aufgetragen, dass wir Balsamieröl für sie holen, weil wir eben. Bevor hier so 18 Jahre rum. Eiere. Ach, wir können hier raus. Guck mal. Bevor hier 18 Jahre rum eiere. Können wir einfach rüberrollen. Ich vergesse das zwischendurch immer mal wieder, dass wir es können. Und dann bin ich glücklich, wenn ich herausfinde, dass wir es können. So. Bin sehr gespannt, wie gut ich durch Lutz Gate durchkommen werde, ehrlich gesagt. Lutz Gate ist immer, ist genauso wie Aldwych. Und eigentlich auch keine Time ist eigentlich immer ziemlich verwirrend. So vom Aufbau her, deswegen bin ich sehr gespannt, wie gut ich hier vorankommen werde. Da will jemand rein. Hallo. Hier können wir, glaube ich, immer nur... Nee, warte. Hä? Achso. Ist einfach nur, um was zu öffnen. Okay. Sollen wir dich reinlassen, mein Freund? Ah, lohnt sich das? Ich glaube nicht. Machen wir den hier. Mir schon, wenn wir nach London eh nicht mehr viel mehr zu tun haben. Denn die meisten Gegner, die danach kommen... Den werden wir eh nicht mehr so nahe kommen wollen. Hier kommen wir nicht durch, naja. Bin gespannt auf die nächste Sphinx, die wir sehen werden. Das ist ja dann die dritte, ne? Müsste das, glaube ich, sein. Müssen wir, oder... Müssen wir das einen durch. Wir müssen auch einen durchschieben. Warum ist denn das in der Mitte so hell? Ja, der hat was gemacht. Der hat wahrscheinlich da vorne das Blöckchen runtergefahren. Ist dies korrekt? Dies ist korrekt. Ein Träumchen. Nee, nee. Nee, nee. Nee. Noch erzählen. Nene. Nene. No, 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 no. Runterrollen können, deswegen mache ich es mal lieber nicht. Ich euch hier gleich aber runterklatsche. In sie tot. Oh nö. Dich kann man nicht wirklich schließen, ne? Meine ich. War hier noch irgendwas? Da kamen wir her. Und da sind wir auch schon gewesen gerade. Oh Gott. Gehen wir jetzt wieder runter. Hier ist nichts.
Schaffen wir den da? Nee, okay. Hätte sein können, dass wir den. Vielleicht können wir ihn auch schaffen, aber. Ich habe es nicht gewollt. So, wir müssen, glaube ich, da oben drauf. Ach, du hattest hinter. Ja. Guck mal, hat sich das sogar gelohnt, noch mehr runterzukommen, wenn Lara dann auch da hochgehen möchte. Das ist ein Träumchen. So. Das ist einfach ein Malerei, ne? Das ist einfach crazy. Wie viel schöner die einfach sind. Das ist einfach insane. Und der Raum leuchtet nicht mehr random. Was auch nochmal ganz, ganz nice ist. Also, ich meine, der Sand hatte aber vorher so. Moment, haben wir irgendwie da oben Lichtquellen her? Man sieht zumindest noch keine. Also ich gehe stark davon aus, dass wir irgendwo Lichtquellen herbekommen. War jetzt ja eigentlich immer so, dass hier irgendwo Quellen waren, die uns erklärt haben, wo das Licht gerade herkommt. Dunkel, Hilfe. Sehr nah an Lara dran. Ist er wieder hier? Das war jetzt ja nicht so hilfreich, ehrlich gesagt. Oder haben wir jetzt irgendwas hier geöffnet? Nee, ne? Einfach bei ihm. Aber da kommen wir. Nee. Ah, da kamen wir her. Ja. Ja, ja. Ich glaube, hier können wir noch nicht viel machen. Nee. Dann laden wir kurz einmal. Den Weg müssen wir ja nicht einmal. War hier unten denn noch irgendwie. Sonst noch irgendwas? Außer, dass man da wieder runter kann. Nicht wirklich. Okay. Gut. Aber da können wir hoch. Oder auch nicht. Da könnten wir eventuell hoch. Bist du noch eingeschaffen oder nicht? Warum schafft sie dir nicht? Weil sie stirbt sie jetzt dran. Da geht's. Geht's da hoch? Und wir könnten. Okay. Hörst du das nochmal? Schade. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder runter. Wie können wir die Tür da schließen? Können wir denn irgendwie hier? Oh Gott, Hilfe. Können wir denn irgendwie hier hochspringen? Geht das? Ja, sehr gut. Dann haben wir da einen Weg. Da ist ein Schalter. Hier. Gut. Ist okay, Lara. Ist gar kein Problem. Machen wir das einfach nochmal. Speichere ich mal kurz hier, falls sie sich jetzt auch bei dem Sprung dagegen entscheidet, da hochzugehen.
Man weiß ja nie. So, jetzt aber bitte. Hold on, man. Hold on den Schalter, Entschuldigung. Das ist ja absolut insane. Entschuldigung, der Schalter. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Das ist ja einfach nur insane. So, warte, wir müssen einmal kurz wieder. Jetzt springe ich da vorbei, springe ich da vorbei, danke schön. Komme ich dann nach unten, ohne jetzt direkt 18 Milliarden Schaden zu nehmen? Ich glaube, hier einfach überspringen, ne? So. Hallo? Was machst du? Danke. Also dann können wir darüber. Ich hasse so tiefe Deckensprünge, ne? Das ist ja wirklich auch nur schrecklich. Genau deswegen. Vor allem noch eine tiefe Decke und dann noch einen schrägen Sprung. Ist auch schön. Du hast dich genau... Hä? Lara, du bist gerade genau so gesprungen, hast dich festgehalten. Wieso machst du das jetzt nicht? Mein Gott, ey. So, und jetzt muss ich aber darüber springen. Vielen Dank. Okay. Okay. Da liegt Muni und Fackeln. Das ist sehr gut. Warte kurz, ich wäre tot. Ich habe kurz vergessen, dass unten dieses Gitter ist. So, okay. Achso, ja, jetzt müssen wir von hier aus einfach durchspringen, okay. Warum ich Anlauf genommen habe, weiß ich nicht genau. Weil wir eh darunter rutschen müssen. Oh Gott, zum Glück. Was? Ist irgendwo ein Schalter gewesen, den ich nicht gesehen habe? Oder was ist hier los? Hä? Warum ist die Tür? Entschuldigung? Wieso rennst du einfach runter? Wo ist der Schalter? Man hier irgendwie durch oder so? Nee. Hä? Irgendwo ein Schalter, den ich nicht gesehen habe.
Warte. Geh mal kurz zurück. Dahinter wahrscheinlich, warte. Da. Aber wie komme ich da dran? Schafft man da auch den schrägen Sprung? Ist das doch möglich? Weil der könnte aber schon ziemlich unangenehm werden, ne? Aber man schafft ihn, okay. Na, wer meint. So, die Tür ist offen. Ein Träumchen. Den Kristall lasse ich mal ganz entspannt dabei liegen. Weil ich habe gar keinen Bock, da jetzt hinzugehen. Sag ich ganz ehrlich. Ich weiß doch gar nicht, wie ich den schaffen soll. Können wir vielleicht von hier aus schaffen. Na komm, einmal versuche ich's. Einmal versuche ich's. Aber auch nur ein einziges Mal. Nee, warte. Stopp. Das zählt nicht. Nee, das ist doch kacke. Oder kann man... Oder dann kann man... Da oben dran hangeln. Ist das ein Ding? Das ist ein Ding. Okay, das macht tatsächlich sogar einfacher. Sogar etwas sehr viel einfacher. Hey, da habe ich ein bisschen meinen Skill bewiesen, dass ich diesen coolen Sprung hinbekomme. Das war auch schön. So. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Wieso hält sich denn so später erst fest? Und hier will sie auch immer noch hangeln. Weird. So, speichern. Yes, aber... Da liegt es, das Balsamieröl. Wieso springst du denn nicht, Lava? Nein, kriegt man aber hin. Moment. Jetzt aber. Wollte doch was sagen. So. Das gucken wir. Das sieht doch sehr cool aus hier. Ist ein bisschen größer geworden. Gucken wir das Balsamieröl natürlich auch direkt mal an. Ja, das hat offenbar sich ein bisschen gemacht. So, da haben wir es. Ein Balsamierungsflüssigkeit. Ein Träumchen. Komm. Nimm mit. Hallo? Ja, so. Schießt er noch einmal, wenn er tot ist? Ich glaub's ja nicht. Kam von da oben, ne? Dann müssen wir hier unten lang. Ja, doch. Müsste eigentlich richtig sein. Hallo.
Freiheit. Na gut, dann würde ich mal sagen, mache ich erstmal einen kleinen Cut für diesen Part von Tomb Raider 3 Remastered. Und wir werden im nächsten Part dann das Einbalsamierungsöl zurückbringen zu den Verdammten. Und die helfen uns dann hoffentlich zu Sophia Lee langsam mal zu kommen. Und genau, bis dahin würde ich sagen, ciao.